Hallihallöchen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Eternal Legends The Demon's Saga. In der letzten Folge haben wir uns um die Dienste von Bahamut bemüht und sind auch erfolgreich aus diesem Kampf hervorgegangen. Bahamut haben wir uns somit eingesammelt und Phil kann diesen jetzt auch als Guardian Force benutzen. Also ist schon ziemlich stark geworden, unsere Truppe. Genau wie Gustav, der die Materie Ultima gelernt hat. Aber wir suchen immer noch unseren Professor. Wir wissen nicht, wo sich dieser befindet. Das ist eine gute Frage, wo sich dieser Professor denn befindet. Ja, da nicht unbedingt, da auch nicht. Ice Cave, das ist die einzige Stadt. Das ist die einzige Stadt, wo wir denken, da könnte er sein. Wir fragen jetzt hier einfach mal Personen. Wo bekomme ich denn meine Nahrung her? Ja. Ich muss doch was zu essen kaufen oder bestellen oder was auch immer. Dieses Leben ist erbärmlich. Die ganze Zeit arbeiten zu überleben. Das ist Arbeit, mein Freund. Das ist einfach Arbeit. So, wir gehen mal in den Inn. Aber hier scheint es nichts Auffälliges zu geben. Wir wollen ja nicht übernachten. Wir wollen ja unsere letzten beiden Elementkugeln kriegen. Das wäre schön. So, was ist jetzt hier mit dir, quasi? Rosa Haarfrau. Boah, die flüchtet aber auch. Treppe rechts rauf. Da ist eine Treppe. Ach, tatsächlich. Nee, ich wollte eigentlich dahin. Ha, das sieht doch schon mal besser aus. Guten Tag, sind Sie der Bürgermeister? Sicher, ich bin der Bürgermeister dieser armen Stadt. Ihr seht aus wie die Krieger, die uns von Felucia gesandt wurden. Genau die sind wir. Wir sind schon jetzt die Helden. Dann kann ich bald in Costa Velge alle Schnitten absahen. Hat gerade mal doppelte Schelle kassiert. Also ja, von unserem gegenseitigen Gegenkommen ja gehört. Sie haben angeblich ja die Eiselementkugel, die wir noch brauchen. Ich habe dieses Element nicht direkt. Es befindet sich in der Eishöhle. Ich möchte jedoch fragen, wozu ihr dieses braucht. Nun ja, es ist ein geheimer Auftrag, den keiner erfahren kann. Verstehe schon, oder auch nicht. Eine Eishöhle? Wie finden wir sie? Es gibt da ein paar Komplikationen. Die Eishöhle wurde geschützt, damit man nicht an dieses Element kommt. Warum, weiß ich jedoch nicht. Ihr müsst als erstes durch den verschneiten Wald laufen, um die magische Flamme zu finden. Diese braucht ihr, damit man die Eisdecke, die den Eingang der Höhle versperrt, lösen kann. Und wenn diese Monster weg sind, wird diese Gegend wieder aufgewärmt? So in etwa. Dieser Vorgang dauert vielleicht ein paar Jährchen, aber immerhin. Na dann mal los. Gut, wir haben eine neue Aufgabe. Aber ich glaube, Ice Cave war auch die vierte Elementkugel, die wir holen müssen. So genau weiß ich es jetzt nicht mehr. Wir gehen in den eiskalten Wald. Boah, da kommt es direkt was entgegen. Eispanther. Ja, nehmen wir mal Kaktor, dürfte reichen erstmal. Feuer. Ne, Moment. Nein. Ach, egal. Und Donnerwetter. Vielleicht reicht das ja schon, um die Viecher platt zu machen. Boah, der ist stark geworden. Gustav ist extrem stark geworden.
fällt uns mal auf. Oh, ein Viech erledigt. Das ist sehr schön. Jetzt kommt noch der Kaktor hinzu. Macht das zweite Vieh jetzt auch noch platt. Wir müssen eine Flamme finden. Schlacht ist gewonnen. Das ist schön. Das freut uns zutiefst. Was gibt's denn hier Schönes? Eine Flamme. Eine ähnliche... Eine Flamme. Hm. Ja, gehen wir doch mal da hoch. Geradeaus ist immer am schönsten. Warten jetzt. Eisgeist. Dann nehmen wir... Pass auf, Materie Ultima. Und das Donnerwetter. Oh, Ultima schlägt direkt ein. Und da die ja keine Magiepunkte verbraucht. Boah. Ja, Gustav macht das schon alles allein. Das ist ja nicht so, als ob er das nicht könnte. Also bitte schon. Ist ja nicht so, als ob der das nicht könnte. Mit der Attacke sind wir ja quasi unbesiegbar. Da sind wir quasi unschlagbar mit. Mit der Ultima-Attacke. Einmal Donnerwetter einsetzen. Ah, er wartet noch mit der Ultima-Attacke. Jetzt kommst du zum Einsatz und das war's. Die Viecher sind platt. Natürlich sind die platt. Also mit der Ultima-Attacke sind wir wirklich unschlagbar. Wir sind wirklich unbesiegbar. Mit der Ultima-Attacke sind wir echt unbesiegbar. Aber ich weiß nicht, ob wir auch gegen Odin antreten sollten. Weil das hatten wir ja schon einmal probiert. Und das hat nicht so unbedingt funktioniert. Ne? Habt ihr ja gesehen. Also wir direkt zu Odin, wollten den mal so ein bisschen platt machen und auf einmal, ja... War es da schon mit platt machen, weil der seine Ultima-Attacke eingesetzt hat. Und dann war es dann schon. Guck mal, was wir gefunden haben. So, magische Flamme schon gefunden. Schon der Auftrag erledigt. Das ist irre. Wir haben so einen richtigen Lauf, aber so einen richtigen. Die Musik ist auch schön. Gefällt uns auch sehr gut. Ja, also Gustav ist der Held der Helden mit seiner Ultima-Attacke. Und der macht ja wirklich jeden Gegner zunichte. Der macht ja wirklich jeden Gegner platt. Das ist irre. Das ist absolut irre. Die Attacke ist super. Super. Haben wir denn noch was wir hier finden müssen? Gute Frage, nächste Frage. Wir wissen es nicht. Da ist eine Höhle zum Beispiel. Aber die andere Frage ist, wo Professor Nede ist. Wir brauchen den. Wir haben ja für den irgendwas gesammelt, was wir für ihn brauchen.
paar Gegner spielen gleich kaputt gemacht. Oh, drei Truhen, wie irre ist das denn bitte? Ein Äther. Holz? Was? Holz was? Holz was? Habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Eisgeist. Eisgeister. Ultima. Also, ich muss sagen, Gustav hat sich wirklich gesteigert, so vom kleinen Duckmäuschen zum großen Krieger. Nicht nur, weil er jetzt die Ultima-Attacke hat, sondern generell, weil der wirklich, ne, weil der sich wirklich integriert, weil das wirklich ein Teamplayer ist jetzt. Finde ich extrem gut. Genauso auch Phil. Was haben wir bekommen? Jetzt muss ich mal gucken. Irgendwas mit Holz hieß es. Holz-Ikone. Scheint als Schlüssel brauchbar zu sein. Aha. Also, dass er... Ja, als Schlüssel brauchbar. Inwiefern? Ach nö, schon wieder. Aber wir haben ja unseren Gustav. Mit seiner ach so starken Attacke macht er ja jeden Platz. Ich finde das so stark, ne? Also, das ist auch das Ding, warum Rena in diesem Fall jetzt auch mehr und mehr überflüssig wird. So langsam kommen wir in die Phase. Ich möchte nicht spoilern. Das tut man auch nicht bei einem Spiel, bei einem Let's Play, weil wäre ja langweilig, wenn ich das jetzt sagen würde, was passiert. Ich möchte das Let's Play ja fortsetzen. Und wenn ich euch jetzt sagen würde, was passieren würde, wäre doof. Weil dann wäre es ja nicht mehr spannend. Dann müsste ich ja nichts mehr drehen. Dann wäre ja alles umsonst. Deswegen lassen wir das und kämpfen uns hier mal durch die Eiswelt durch. Wofür wir diese Holzikone brauchen, frage ich mich. Haben wir den oder die beiden platt gemacht. Schön, nächster Gegner kommt. Das kann nur gut sein. Das kann nur gut sein. Für unsere Erfahrungspunkte. Ah, das war schon wieder. Klar. Guck mal, wie viel diese Ultima-Attacke abzieht. Das ist so übel. Das ist so böse. Was diese Ultima-Attacke kann. So. Wir stiefeln einfach mal hier durch den Wald. Ja. Sind wir? Betreten wir mal. Und gehen wieder mal zum Bürgermeister. Weil wir ja diese Flamme haben. Ne? Wir haben noch einen Schlüssel gefunden, quasi. Eine Holzikone. Geh zuerst in den Wald, um die Flamme zu holen. Danach zur Höhle. Lass uns zur Höhle tapern. Oh, nee, da ist die Leiter. Ups. Ja, dann lass uns mal zur Höhle stiefeln. Und in eine Höhle rein. Ich glaube, in dieser Höhle brauchen wir auch diese Holzikone. Ich bin mir nicht sicher. Hä, was? Nein. Ich wollte in die Höhle. Probieren wir es doch gleich mal aus. Wumps. Und ab in die Höhle. Ab in die Höhle mit uns. Regenerieren wir uns kurz. Speichern kurz mal das Spiel. Laufen mal hier in die Höhle rein. Eisschlange. Auch nicht schlecht.
wieder rumgekrochen ist, wenn er so gesehen hat. So, zwei Schalter gedrückt. Da dürfte es aber noch nicht gewesen sein. Ja. Weil da oben ist eine Tür. Hier sind auch Kisten. Das ist noch eine Tür. Ja, wie kommen wir denn da hin? Oh wei. Jetzt wird's. Das sind Frosty. Entweder hat sich ja einer verschrieben, es sollte Frosty heißen, oder es heißt tatsächlich Frosty. Ja, ich glaube, Gustav macht das Ganze wieder hier. Lass die anderen erstmal angreifen. Genau, und jetzt ist die Ultima-Attacke wieder am Start. Und tschüss, das war's. High Potion erhalten. Was können wir denn hier eigentlich ausrichten? Jetzt irgendwie einen Hebel gedrückt. Irgendwann ist passiert. Weil das Rote ist weg. Die Musik ist auch cool. Drei Hebel gedrückt. Da, guck mal, das ist was aufgegangen. Das ist schön. Eisbogen, geil. Kann Rena benutzen. So, was ist jetzt hier? Yang und Jebe. Da ist irgendwas abhanden gekommen. Was ist denn mit den Steinen hier? Kann man die nicht wegschieben? Die Musik ist auch cool, die hört sich echt super an, finde ich. Könnt ihr mir jetzt sagen, was ihr wollt, aber ich finde die gut. Zack. So, da ist ein Schalter wieder umgeklappt. Und da müsste eine zweite Höhle aufgegangen sein. Genauso schaut's. Ach komm, lass uns das Vieh doch einfach finden. Das geht doch relativ schnell. Eine Nymphe sogar, so heißt das Vieh. Ah komm, dann nehmen wir normale Attacken, weil der hier kann ja die Ultima. Da sollten die normalen Attacken reichen. Wenn ich mich nicht irre. Boah, das war viel. So, Ultima und das war schon wieder. Der Ultima kann man nicht ausweichen. Die Ultima trifft immer. Die hat bisher noch nicht versagt. Und da geht das Rote weg. Und warte mal, da könnte man doch durchgehen. Nee, doch nicht. Sah so aus. Da ging es dann was weg. Uah. Viecher. Ja. Nee, schon wieder so eine Nymphe. Werden wir die mal platt machen? Ja, Ultima ist natürlich wieder die Attacke überhaupt. Ja, das war's schon wieder. Ultima, die Attacke überhaupt. Oh, da ist eine Truhe frei geworden. 50 Gil, super. Können wir ja unglaublich viel mit anfangen. Irgendwann ist es frei geworden. Das ist nicht wahr. Och man, ey, Viecher. Das geht voll von der Zeit ab hier.
So viel Zeit haben wir nicht mehr. Ja, das war ja eh wieder klar, dass Gustav sein Ultima einsetzt. Und das ganze Vieh immer zur Strecke bringt. Ultima nimmt ja auch keine Dingens weg. 500 Gil gefunden. Ich weiß nicht, was das Ganze bringen soll. Äther gefunden. Toll. Das ist schön, aber das... Ich weiß nicht, was das jetzt gebracht hat. Achso, da, höh, das ist eine Treppe. Tatsächlich hat uns das was gebracht. Da müssen wir nämlich lang. Hebel umgelegt. Haben wir jetzt mal einen Hebel umgeworfen. Jupp. Gehen wir nochmal da. Zack. Einmal weg damit. Ein Eisenschild. Ey, das ist schön. Können wir bei Gelegenheit mal verkaufen. Wir rushen hier jetzt auf jeden Fall erstmal durch. Die Ultima-Attacke, die ist ja eh. Die trifft ja eh voll. Bitte was? Die Ultima hat die nicht erledigt? Das finde ich jetzt aber frech. Das finde ich jetzt aber mega frech. Das geht ja gar nicht. Das muss sich ändern. So, blau ist weg. Das ist gut. Da ist nämlich ein Durchgang. So, hier können wir uns regenerieren. Das ist auch gut. Dann speichern wir uns mal hier. Ach Gott, und dann kommt direkt wieder ein Vieh. Wo ich mir denke, no, warum? Da kommt direkt wieder ein Vieh, wo ich mir denke, warum kommst du ausgerechnet jetzt? Ihr braucht gar nicht abwehren, ihr braucht gar nicht versuchen. Erledigt. Braucht's gar nicht versuchen. Wir regenerieren uns nochmal. Nicht umsonst regenerieren wir. Okay. Diese Kälte. Sieht ja aus wie eine Eisprinzessin. Wohl unser nächster Feind. Genau so ist es. Genauso ist es. Shiva. So heißt die Dame, diese leicht bekleidete da nämlich. So, Bahamut natürlich. Mit dickem Einsatz, auch Ultima. Und das Donnerwetter. Mal gucken, ob wir Shiva tatsächlich geplättet kriegen. Nicht mit einer Ultima-Attacke. Die ist schon stark. Da kommt noch Bahamut dazu. Und das war schon. Und das war schon. Ey, das war es schon. Was ist denn hier passiert? Ja, guck mal einer, schau.
Genau, wir haben nicht den Weg gemacht, um ihn hier zu beenden. Aber wie schnell haben wir denn bitte die Frau erledigt? Hallo? Was geht denn da ab? Ja, wir haben 4 Elementkugeln. Nur die 5. Stimmt, Odin, ne? Odins Palast. Da gab's die 5, ne? Du wolltest nach Costa Velge, da können wir gerne hinfliegen, wenn du möchtest. So. Das ist Odins Palast. Das ist Odins Palast. Odins Tempel. Da waren wir schon mal. Da waren wir schon mal. Wir probieren uns noch mal an Odin. Wir probieren uns echt noch mal an Odin. Da bin ich jetzt hinterher. Dreimal Intelligenz eingesetzt. Bei allen. Erdkugel, Wasserkugel, Kältekugel, Hitzekugel. Eine fehlt uns noch. Phil kann jetzt Shiva einsetzen, Diamantenstaub. Phil kann sie alle, die Attacken. Wir speichern nochmals. So, jetzt probieren wir uns nochmal an Odin. Dieses Skelettviech uns da nicht in die Quere kommen täte. Normale Attacken reichen. Guck mal, dreimal Ultima. Das ist schön. Dreimal Ultima bekommen. So. Wir gehen den Weg entlang. Wir wissen, wo wir hin müssen. Das ist Odins Tempel. Och, eine Mimik. Mist. Eine Mimik. Ja, falls die nicht reicht. Aber die Ultima reicht, definitiv. Schon war's das. So, wir wissen, dass wir nichts wissen. Dann lass uns gegen Odin antreten. Dann lass uns gegen Odin antreten. Das ist eine Mimik, da gehen wir garantiert nicht hin. Was heißt denn immer Erstschlag? Warte mal. Item. Ja, wir probieren es einfach nochmal. Wir speichern die. Wir probieren es einfach nochmal. Wir haben es einmal probiert. Wir probieren es jetzt ein zweites Mal. Wir probieren es jetzt einfach ein zweites Mal. Gegen Odin anzutreten.
Das Ding ist, er hatte beim letzten Mal den Erstschlag und hat uns alle platt gemacht. Das war das Problem. Jetzt aber können wir ihm voller Tatendrang entgegentreten, hoffe ich. Yes! Diesmal entwischt er uns nicht. Boah. Und dann kommt noch Bahamut. Vorsicht, der kommt auch noch. Cool. Coole Sache. Nicht, dass wir ihn tatsächlich jetzt und hier erledigen. Das wäre der Hammer. Das wäre der absolute Hammer. Nee, noch ist es nicht so weit. Geschwächt haben wir ihn. Und wie? Jetzt kommt noch Bahamut. Und stellt euch mal vor, wir haben es tatsächlich geschafft. Das wär's ja. Das gibt es nicht. Wir haben Odin geschlagen. Ja, ist es denn wahr? Wir haben Odin besiegt. Ey, wie irre. Ey, wir haben Odin platt gemacht. Wie irre ist das bitte? Geil. Geilomat, ey. Also, wir sind die stärksten Krieger der Insel. Die stärksten Krieger der Insel. Ja, geht auch so, wegen mir. Ey Leute, wir haben Odin geplättet. Wir haben Odin, Shiva, Bahamut. Wir haben Odin. Wie cool ist das? Ja, wir haben Odin, aber wir haben... Warte mal, ich muss ja eben hier stehen bleiben. Ich gehe jetzt mal ins Inventar. Ausrüstung checken. Und Phil... Oh. Okay. Ich kenne den Oraler hier. Eisenschild. Hilft die? Die hilft voll. Titanrüstung. Einsetzen für Oraler. Kriegerrüstung. Holzhelm. Achso. Ausrüstung. Rena. Eisbogen, hallo? Sollten wir sie wirklich so stark machen? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Warte mal. Ich möchte mal kurz in das Buch gucken. Hä, wo ist das denn? Da, Intus Wappenbuch. Elemente. 5 Elemente. Haben wir. Odins Palast. Dass sich Elementpool im rechten Gang befindet, also nicht bei Odin selbst.
Erdkugel. Ja, wir brauchen noch eine Kugel. Tatsächlich nochmal nach Odins Tempel. Und zwar im rechten Flügel. Nicht im linken. Gut, das hätte man uns natürlich vorher sagen müssen. Das wäre natürlich ein feiner Zug gewesen, das hat mal einer vorher gesagt. Es sind schon wieder drei Viecher. Aber Odin haben wir ja platt gemacht. Das ist sehr schön. Odin selbst haben wir ja platt gemacht. Eisbogen. Und dreimal Ultima. Warum sagt uns das denn keiner? Also auf jeden Fall sollen wir, wenn wir komische Sachen an der Wand sehen, sollen wir da die Aktionstaste drücken. Also das wurde uns jedenfalls beim letzten Mal gesagt, wo wir hier waren. Tür ist verschlossen. Nichts passiert. Ah, guck mal da. Das sieht komisch aus. Hat sich die Tür aufgemacht. Guck. Können wir da durchgehen. Das ist schön. Irgendwas ist hier falsch. Was ist falsch? Finde es heraus und ihr werdet euren Weg finden. Da war eine Tür. Guck. Wo geht das denn? Wo führt denn dieser Weg hier hin? Cool. Das war immer eine High Potion erhalten. So, die Tür. Ne, die Truhe mit Sicherheit nicht. Ja, jetzt ist die Frage. Was nun? Ah, genau, die Statue ist falsch. Nee, da wollen wir nicht. Und da hat sich auch Was hat sich denn jetzt getan eigentlich hier? Ah! Es ist Dor! Diese Tür hat sich geöffnet. Ach, drei Hebel. Noch ein Dynastiestein. Was sind das für Dynastiesteine? Ich hab keine Ahnung. Da geht's aber auf jeden Fall rein. Oh je. Was ist denn hier? Was ist denn hier von komischen? Haben denn die Türen zu bedeuten? Das sind Mimiken. Die Kisten sind Mimiken. Vorsichtig. Definitiv sind das Mimiken. Logischerweise 4. Da
Da geht's weiter. Diese Kiste ist keine, ist eine Mimik. Vorsichtig. Ich möchte speichern. Möchte mich zudem noch regenerieren. Und geh weiter. Oh, weia. Ach du weia, ey. Jetzt geht's aber ab hier. Das sieht ja echt niedlich aus. Machen wir es platt, bevor es uns erwischt. Hast du dir das gut überlegt, Phil? Zu Capri. Zu Capri heißt das Vieh. Odin. Natürlich Odin, was auch sonst. Die Ultima und Donnerwetter. So, jetzt müsste es... Also Odin einmal einsetzen, ich glaube, dann war es das. Boah, 298, da ist Odin. Das war's schon. Urala 38, Rena 39. Und schon haben wir das Vieh platt gemacht. Und da oben die Windkugel. Wir haben alle Elementkugeln bekommen. Wir haben jetzt alle Elementkugeln bekommen. Wir haben sie wirklich alle. Und jetzt ist es an uns. Der Berg der Prophezeiung wartet auf uns. Nein, da ist es nicht. Da ist es. Gipfel der Prophezeiung. Das ist also der Gipfel der Prophezeiung. Eine gigantische Landschaft. Kapitel 3. Alles oder nichts. Und ob es wirklich alles oder nichts ist, das werden wir... Wir müssen es erstmal regenerieren. Und dann werden wir das aber in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Bis dahin, euer Cat of Sky.